Hallo und herzlich willkommen zurück zu meiner Let's Play Serie zum Kapitel Nummer 3 hier in Südfrankreich, in Haute-Belleron. Es ist eine Survival Serie, wo wir eigentlich mit fast nichts angefangen haben. Gut, fast nichts ist ein bisschen übertrieben. Wenn es euch interessiert, wie wir gestartet haben, dann bitte doch einfach in meinem Kanal die ersten beiden Kapitel anschauen, eventuell auch den Prolog. Da findet ihr dann auch gleich hier oben rechts dann auch den Link dazu, wo ihr quasi der Anfang der Serie natürlich auch verfolgen könnt oder nachholen könnt, damit ihr nicht ein bisschen wisst, woran wir sind. Wunderbar. So, beim letzten Mal hat man gerade aufgehört gehabt, oder hat man gerade das Feld 15 beendet gehabt mit Düngen. Das heißt, wir haben den Vertrag noch nicht den Auftrag noch nicht abgeschlossen, was ich jetzt gerade nachholen wird. Also das sind doch mal 2200, knapp 2300 Euro, die wieder in die Positiven kommen. Jetzt, wenn wir gerade da oben sind, dann machen wir natürlich auch noch die 14. Und ich würde mal sagen, ich mache einfach mal ein paar Düngeaufträge, bis es dunkel wird oder auch, ja, dann schauen wir dann weiter, wie es dann am nächsten Tag weitergeht, ja?
Thank you.
So, das war der Tag für heute. Also, es wird dunkel jetzt. Das heißt, wir können noch den Auftrag abschließen. Das ist das erste Mal, dass ich wirklich das Gefühl habe, dass es wirklich was Geld reinkommt. Das sind jetzt 6.000 jetzt gewesen. Das ist ein schöner Betrag. Und wir haben, das haben wir natürlich auch ein bisschen was ausgegeben für Dünger. Aber wir haben, glaube ich, nicht mal die Hälfte gebraucht von dem für das Feld, also von den 9.000. Wir haben noch nicht die Hälfte, 6.300, wie viel sind? Von den 6.000 Titeln haben wir nicht die Hälfte gebraucht für das 26er Feld. Das heißt also, es ist definitiv ein wenig Gewinn dabei. Viel ist es nicht, man muss sehr, sehr vorsichtig sein mit dem Abschalten und so. Also die Erdbeeren kommen ganz toll, oder die Tomaten kommen richtig gut. Das sieht gut aus. Ich glaube, ich werde mir dann morgen früh mal den Kercher noch kaufen und ein bisschen Licht hinstellen hier. Ja, damit wir wenigstens, ja, so. Es ist nachts, also wir gehen jetzt Abendessen. Und dann muss ich wohl in meinem Trecker schlafen. Ja, das heißt, hier muss hier in meinem Trecker schlafen, weil wir kein Haus haben, keine Schlafträger, das geht hier nicht. Und dann müssen wir dann vorspulen. Okay. Dann also sehen wir uns dann morgen früh wieder.
So, und das war's dann auch schon wieder für heute. Heute war eine vor allem Timelapse hier zu sehen, weil es einfach ja, ein langwieriger Prozess ist. Man muss viel Arbeit leisten, um überhaupt irgendwie etwas hinzuzuverdienen. Ganz, ganz herzlichen Dank fürs Einschalten. Ich bin sehr froh darüber, über jeden, der einschaltet. Bitte lasst doch euren Kommentar da, ob ich in Zukunft weniger Timelapse machen soll oder halt einfach mehr Schnitte reinmachen, wie ihr das gerne haben möchtet. Dann ganz herzlichen Dank nochmal und tschüss und au revoir.